sowas auch in so einer Zweierkonstellation vorher schon mal oder ist das ganz neu? Das gab es schon, aber nicht. Also da sind wir die Ersten, die das tatsächlich so gut simulieren, dass es wirklich so gut funktioniert. Wir sind natürlich ständig dabei, die Systeme neu zu entwickeln. Die Lernprogramme werden immer ständig erweitert. Wir nehmen immer weitere Maschinen auf. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur den Bagger und den Kipper, sondern in dieser Multimaschinenumgebung können wir auch Mähdrescher fahren und ein weiterer Fahrer kann den Trecker fahren und beim Fahren, beim Dreschen sozusagen, das Abfahren üben, weil das ja immer kompliziert ist, man muss hinten rausgucken. Das kann man auch, wir haben jetzt hier im Moment keine Rückfensteransicht, das haben wir da hinten auf unserem Simulator, dass wir eben nach hinten rausgucken können und das eben dadurch sehr real dargestellt wird.